Welcome to the German-speaking part of Europe. Das ist die Übertragung für den Freitag, 10. März 2006. Hey, unser Podcast für die NZZ ist gestern auf den ersten Platz geklettert bei den Downloads bei iTunes. Das ist natürlich lustig. Da habe ich doch letztens Konrad Hunger gefragt. Das ist ein Mann, der da in den Vorstandsgremien bei der NZZ hockt, was ihn eigentlich so fasziniert an diesem Thema von Blog, Podcast und Vlog. An diesem Thema, dass es ein äußerst freiheitliches Konzept ist. Und zwar, ja natürlich, weil es ist fast nicht zu kontrollieren und das gefällt mir. Es ist gar nicht zu kontrollieren. Gar nicht, oder? Ja, eigentlich nicht. Gar nicht. Oder fast nicht. Ja, er ahnte es natürlich. Ja, natürlich kann man es kontrollieren. Zum Beispiel über Geld. Und das ist ja vielleicht sogar fast ein bisschen das Deprimierende, dass ein so dürres Konzept einfach die Zeitung vorlesen, diesen Sprung schaffen kann. Vielleicht eben auch über diese crossmediale Bewerbung. Keine Ahnung. Also, aber dann habe ich noch, also das war Übertragung 673, wenn Sie das ganze Gespräch mit dem radikal-liberalen Hunger sehen wollen. Und dann habe ich noch Jan Zubinger getroffen, einer der ganz interessanten Blogger in dieser Szene. Der Jan schreibt konsequent Englisch in seinem Blog, ist aber sehr engagiert jetzt beim Swiss Blog Award. Leuchtet das wirklich ein, einen nationalen Blog zu machen? Das welches macht keinen Sinn. Eigentlich. Ich sehe das genau wie du. Ich sehe Sprache als viel wichtigeren Faktor als Land. Aber warum macht er es denn trotzdem? Ganz klar, das Thema Finanzierung. Wenn wir sagen, wir machen einen Schweizer Award, dann kriegen wir Geld. Wenn wir sagen, wir machen einen deutschen Award, dann sagen sie, ja, da ist niemand zuständig für die Bezahlung schon. Aha. Ja, und dann kommt noch einmal ein Teil rein. Es wird ab dem 23.03. wird es ein Nominationstool online geben. Und sprich, da kann jetzt jeder eigentlich seine 5 liebsten Blogs in 3 Kategorien nominieren. Und diese Nomination, also die wird einen Monat dauern und dann wird es eben die 5 Nominierten geben pro Kategorie, die sich am Abend selber auch präsentieren werden. Und am Abend selber erst, also am 5.5. in Biel wird erst der Gewinner auch erkoren, also vom Publikum. Echt? Ja, wir haben wirklich, auch das haben wir lang diskutiert, Jury versus Publikumswahl und fand eigentlich dem Medium entspricht die Publikumswahl. Auch das, wir haben jetzt das mal entschieden für diese erste Ausgabe und nächstes Jahr kann es anders sein. Long Tail, darum müsste es gehen, da müssten wir arbeiten, aber mit wem? Ist das nicht gerade die Faszination, dass wir es uns leisten können, einen ganz exklusiven, exquisiten Geschmack zu haben? Weil wir eben nicht in diese Spitze reinkommen müssen. Das ist doch das Geile daran. Und dass ich dann schräge Vögel mit einer Formensprache wie du, die kann ich finden. Und ich finde es sensationell. Und ich hoffe, du reduzierst das nicht runter, damit dann meine Oma auch noch sich gut orientieren kann auf deiner Seite. Was? Nein, auf keinen Fall. Also für mich, also ich sehe einen gewissen, mir selber gebe ich einen kleinen Übersetzungsauftrag. Also ich denke, ich kenne mich gut aus in den neuesten Trends im Internet und so weiter. Und ich will probieren, das ein bisschen zu übersetzen, auch für Leute, die jetzt nicht so geeky und Insider sind. Also das ist bei meinem privaten Blog ist es so ein bisschen der Auftrag, den ich mir gebe. Ich selber finde auch, egal, ob mich irgendjemand liest. Also es ist für mich, es geht mir überhaupt nicht um dieses Thema. So, meine Lieben, ich verschwinde nach Berlin. Ich sage Tschüss und noch einmal vielen Dank der NZZ für den Mut, mit uns zusammenzuarbeiten. Ciao, danke. Im Namen des Ärgers, der Wut und des heiligen Zorns, gehet hin in Unruhe.
Nicht vergessen, 25. April 2006, wir feiern 175 Jahre erste liberale Verfassung der Schweiz und fragen umstandslos, welche sind die heute notwendigen sozialen Erfindungen. Mit Blockkonferenz, bringen Sie Notebook mit und Sie haben Wireless LAN Access. Bis bald!